Hi Leute, da sind wir wieder. Heute machen wir mal wieder eine Marinade. Marinadenrezepte gibt es ja haufenweise und ich habe auch haufenweise davon. Ich habe nur noch relativ wenige gemacht. Das wird sich jetzt dann nächstes Jahr auf jeden Fall ändern. Und es ist so einfach und man kann aus verschiedenen Aromen so viel bombastische Geschmäcker rausmachen. Und heute machen wir so eine Art Limetten-Chili-Marinade, die wir dann einfach verwenden können für Geflügel, für Lamm, dann können wir es noch verwenden für Schweinefleisch oder für, wie heißt das andere Tier, das große, für Rindfleisch. Ja, das können wir alles dafür verwenden und das ist mal ein ganz anderes als diese Barbecue-Soße auf Tomatenbasis und deswegen machen wir es jetzt auch einfach mal. Ich fange jetzt direkt an und wenn ihr Bock habt, dann schaut einfach zu. Als erstes nehmen wir eine Chili. Ihr könnt eine frische nehmen oder ihr nehmt getrocknete Chilis und ich nehme mir hier aus meinem eigenen Anbau eine Chili und zwar ist das wirklich eine ganz, ganz kleine Chili und die hat eine mega Schärfe und deswegen reicht mir eine kleine Chili, außerdem möchte ich die ganzen Gäste damit nicht verbrennen. Und diese Chili wird einfach jetzt klein gebröselt und kommt hier rein und dann als nächstes nehmen wir Pfeffer. Wie ihr in meinem anderen Video schon gesehen habt, nehme ich hier immer eine Kaffeemühle, um große Mengen an Pfeffer zu mahlen. Das war jetzt der Rest von einem anderen Video, was ich gerade gedreht habe. Ihr könnt das andere Video gerne auch einmal anschauen. Das ist ein Rub-Video. Und den Pfeffer gebe ich auch, wie gesagt, hier rein. Einen Teelöffel von meinem Salz dazu. Das ist ganz normales Meersalz. Und dann fangen wir an. Und zwar nehmen wir uns einen Cup, einen Dreiviertel Cup. Aber ich habe ja gesagt, ich messe euch das einmal in Gramm ab. Und zwar nehmen wir hier frisch gepressten 100% Limettensaft. Ganz wichtig, nehmt kein Konzentrat. Wir füllen das jetzt erstmal hier ab. Und ihr seht, es reicht nicht. Aber ich habe ja vorgesorgt, ich habe noch eine Flasche. Ungefähr 130 Gramm an frischem Limettensaft. Und ich rate euch wirklich, kauft euch diese Flaschen hier. Die sind wirklich, wirklich empfehlenswert, weil für 130 Gramm Limettensaft braucht ihr, keine Ahnung, vielleicht 20 Limetten. Und dann halbiert ihr die und dann presst ihr die aus. Habt ihr 40 Hälften zu pressen? Hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Also wie gesagt, alles hier reingeben und beiseite stellen. Als nächstes zerbrösel ich hier noch Lorbeerblätter. Eineinhalb Stück, das reicht auf jeden Fall. So, und dann nehmen wir noch einmal Nelken. Und hier, Allspice. Allspice heißt einfach nur Piment. Das kam ich nicht drauf. Von Piment nehmen wir 1, 2, 3 Kügelchen. Einfach so drin lassen. Reicht voll und ganz. Und dann geben wir noch ein Viertel Cup. Ich messe gleich das einmal ab, dann sage ich euch, wie viel das ist. An Öl dazu. Und zwar nehmen wir dafür wahrscheinlich Olivenöl. Ich gucke mal, ob ich nur Sonnenblumenöl habe. Nö, aber Olivenöl geht auf jeden Fall auch. Und zwar nehmen wir, ich habe hier 43 Gramm, aber 45 Gramm gehen auf jeden Fall. Und die geben wir hier halt, wie gesagt, auch hier rein. So, als erstes nehmen wir 3 Knoblauchzehen. Einmal abschneiden, alles schälen und dann ganz normal fein würfeln. Wirklich ganz fein würfeln. Das ist hier das Gebot der Stunde sozusagen. So, ich zeige euch das anhand einmal der Knoblauchzehe, wie fein wir das würfeln. Und zwar einmal wirklich ganz fein rein. Und dann einmal mehrmals von oben einschlitzen, sodass wir einen Effekt haben. Sie könnt es sehen, ja, könnt es sehen. Und dann einmal auch ganz fein runter. Alle, die meine Videos kennen, wissen, dass ich sehr oft rote Zwiebeln verwende. Das mache ich auch hier wieder. Wenn ihr keine roten Zwiebeln im Haushalt habt, könnt ihr auch gerne als Alternative weiße nehmen. Und auch ihr seht es hier, ich mache das gleiche hier mit dem Knoblauch. Einfach nur fein runterschneiden. Nun nehmen wir hier Frühlingszwiebeln. Ihr seht es. Und die Frühlingszwiebeln habe ich gewaschen. Ich habe jetzt zwei noch übrig gehabt. Deswegen zwei dicke und zwei dünne dabei. Und diese Frühlingszwiebeln werden einfach ganz normal fein geschnitten. Ihr seht es hier.
Und ich schneide auch das Grüne mit. Das Grüne wird von vielen weggeschmissen, aber ihr braucht es nicht wegschmeißen. Das ist einfach nur Materialverschwendung. Dann habe ich jetzt hier noch einen Bund Petersilie. Habe ich schon gezupft, gewaschen. Und die schneiden wir auch ebenfalls sehr fein. Ihr seht es hier. Einmal alles durchhacken. Und das geben wir auch alles in die Marinade. So, ich bin jetzt fertig. Die Marinade wird einfach jetzt nur durchgerührt, ganz normal. Das brauche ich euch nicht zeigen, jeder weiß von euch, wie man einfach Marinade durchrührt. Ich hoffe, ihr seht mich noch einigermaßen, ist gerade echt dunkel draußen, wird gleich richtig schütten hier bei mir. Aber das nur am Rande. Die Marinade werde ich jetzt noch verwenden, um Fleisch einzulegen, weil ich möchte morgen gerne grillen. Und vielleicht zeige ich euch das noch, ich weiß noch nicht, vielleicht zeige ich morgen auch kurz, wie ich das grille. Aber im Grunde genommen ist es nichts Spektakuläres. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut nochmal vorbei. Und vielleicht findet ihr noch andere Rezepte auf meinem Kanal, die euch interessieren. Ansonsten besucht mich gerne auf Facebook oder auf meiner Homepage. Da haben wir noch umfassende Rezepte und noch Infos, die ich noch so zusätzlich zu dem Ganzen natürlich lecker drumherum poste. Ja, und dann sind wir fertig und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr das mal nachgemacht habt, schreibt auf jeden Fall mal drunter. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.